Wisst ihr noch, als Novakovic die Bayern versenkte? Wir sind im Jahr 2011. Der 1. FC Köln trifft auf den FC Bayern. Die Vorzeichen eindeutig. Köln auf Platz 16, gerade 0:3 gegen den späteren Absteiger St. Pauli verloren. Bayern unter Louis van Gaal auf Platz 3 mit einem 3:1 Sieg über Werder im Rücken. Die erste Hälfte läuft für Bayern komplett nach Plan. Gomez zum 1:0, Altintop zum 2:0. Alles sieht nach einem deutlichen Auswärtssieg aus. Dann die Kölner Auferstehung. Clemens mit dem Anschlusstreffer, das Stadion schöpft Hoffnung. Auftritt Milivoje Novakovic. Erst köpft er das 2:2, dann überläuft er Bartstuber und entscheidet das Spiel für den FC. Der bis heute letzte Sieg der Kölner gegen Bayern München ist perfekt. Bayern rutscht auf Platz 5 ab, mit 15 Punkten Rückstand auf den BVB. Für Köln war das Spiel der Start einer Serie. Am Ende stand Platz 10 und der verdiente Klassenerhalt.